Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Yosemite Nationalpark. Diesmal bauen wir auf der linken Seite des Weges weiter, also hinter dem Triceratops-Gehege links. Ich weiß nicht, ob ihr da gerade einen Überblick habt, aber gleich früher oder später werdet ihr dann sehen, wo wir uns gerade genau befinden. Hier plane ich jetzt erstmal eine Wegfläche für die Besucher. Das wird ein Achteck, glaube ich. Müssen wir gleich mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist ein Achteck, also ein Oktagon. Und in die Mitte kommt ein Kreis wieder mit der helleren Wegfarbe. Das haben wir jetzt ja schon öfter im Park gemacht. Jetzt fülle ich das Ganze schön fleißig aus. Und dann geht es schon an die Gebäudeplanung. Ein paar Besucherläden dürfen dort natürlich nicht fehlen. Dann haben wir hier ein Mitarbeitergebäude. Und die Jurassic Tour sollte auch hier eine Station haben. Außerdem habe ich dann auch mal ein Elektrizitätswerk hier hingebaut. Weil das vom Modell auch ganz cool, das hat auch dieses braune Dach. Aber ich habe da jetzt nicht noch extra irgendwie Strommasten und sowas im Park platziert. Das sollte einfach nur so ein Gebäude sein, was ein bisschen anders aussieht. Ja, Hoteltoiletten habe ich gerade noch platziert, das habt ihr ja ganz gut gesehen. Und jetzt mussten natürlich all diese Gebäude auch noch mit dem Weg verbunden werden. Das habe ich wieder in Kombination mit dieser helleren Wegfarbe gemacht. Und hier, wo noch ein Stück frei war, das habe ich sogar extra freigelassen, da habe ich auch nochmal einen Weg abgebaut. Denn an dieser Stelle, da sollte nochmal eine Seilbahnstation hin. Von der anderen Seite sozusagen, dass man von rechts in den linken Teil abkürzen kann. Und dort habe ich es genauso gemacht wie bei der anderen Seilbahnstation. Da habe ich diese dunklen T-Rex Kingdom Tore genommen und als Geländer sozusagen benutzt. Die markiere ich jetzt alle, senke die ab. Und dann sind die so ein schönes dunkles Geländer, was sich schön abhebt vom hellen Weg. Dann nochmal ein paar Lampen zur Beleuchtung. Und dann habe ich auch die Besucherläden noch ein bisschen verschönert mit helleren Wegen. Mir war das manchmal ein bisschen tricky an den Kurven sozusagen oder den Ecken von dem Achteck. Da hat das immer nicht ganz so gut funktioniert mit den Wegen. Das werdet ihr gleich nochmal sehen, was ich damit meine. Aber hier habe ich jetzt erstmal alles ausgefüllt. Gegenüberliegend habe ich dann auch nochmal den Weg so ein bisschen erweitert. Und dann hier das Elektrizitätswerk auch verbunden. Jetzt könnt ihr es gleich nochmal sehen. Schneide es, glaube ich, dann auch irgendwann raus, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Aber die Wege, also gerade wenn man so zwei verschiedene Wegfarben benutzt, dann passiert es manchmal, dass die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ineinander glitschen, dass es komisch und verbuggt aussieht. Da muss man da ein bisschen rumprobieren mit verschiedenen Wegpunkten und sowas und irgendwann klappt es dann meistens. Das hatte ich eigentlich fast an jeder Ecke von diesem Achteck. Keine Ahnung, woran das lag. Aber naja, ich habe es am Ende dann alles so hinbekommen, wie ich wollte. Das Hotel hat auch noch eine Wegfläche bekommen oder so einen kleinen Platz. Für die Hotelgäste dann natürlich. Und auch hier habe ich dann diese kleine, hellere Weglinie nochmal weitergeführt. Auch bis zu diesem Mitarbeitergebäude. Und hier sollte das Ganze dann enden. In die Mitte von dem großen Plaza kam ein Springbrunnen. Den habe ich wieder ein bisschen verschönert mit gelben Bäumen und Büschen. Und um diesen Springbrunnen herum nochmal Beleuchtung. Ganz viele kleine Lampen. Die packe ich jetzt alle in eine Gruppe und senke die ab. Sozusagen, dass nur noch das Licht rausguckt. Und dann drumherum haben noch ein paar Sitzmöglichkeiten für die Besucher. Auf dem Weg hin zu diesem Bereich, jetzt könnt ihr genau sehen, wo wir uns gerade befinden, habe ich dann nochmal so ein paar Blumenkästen in die Mitte der Wege gemacht. Und dann auch nochmal die Laternen angepasst, ein bisschen von der Position. Und dann habe ich mal diese Lagunenbäume benutzt. Die sind auch sehr, sehr praktisch, weil man halt ein Objekt nur hat und dann direkt vier Bäume hat. Und dann habe ich auch noch diese kleinen Springbrunnen benutzt, als Abgrenzung für die kleine Wegfläche gegenüber von den Besucherläden.
Ist halt auch immer nochmal schön, wenn man in Besucherperspektive dort lang geht, dass dann da plätscherndes Wasser ist. Und hier können sich die Besucher dann auch nochmal hinsetzen und dann gemütlich essen. Natürlich dürfen auch Laternen wieder nicht fehlen. Da habe ich wieder diese dunklen Laternen genommen. Ich weiß gar nicht, was das für welche sind. So Bronzefarben, glaube ich. Und auch Bänke habe ich dort platziert. Die sind sowieso echt schön. Habe ich ja schon ganz oft gesagt jetzt. Einfach, weil da halt Besucher drauf sitzen, wirklich. Das finde ich so cool. Und Mülleimer auch, damit der Müll auch entsorgt werden kann. Und dann habe ich bei der Hotelanlage das auch wieder identisch gemacht wie bei der anderen Hotelanlage in der letzten Folge. Da habe ich dann auch von dem T-Rex King denn diese andere Wand benutzt. Die kann man ja auch super nehmen, um Geländer zu bauen. Habe ich dort einmal drumherum platziert. Abgesenkt das Ganze. Und dann auch hier wieder ein paar Laternen platziert. Und natürlich Sitzmöglichkeiten für die Besucher des Hotels. Dann ging es hier vorne an das Gehege. Das hatten wir beim letzten Mal schon angefangen. Da war es schon mal so ein Soundstück, was ich angefangen hatte. Das wird jetzt hier connected und an die Ecken kommen diese braunen Türme. Und dann habe ich auch noch, ja, spring jetzt wieder hin und her komplett. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall die Besucherläden dann auch nochmal angepasst. In dem Design, was wir eh schon die ganze Zeit hatten. Also mit diesen Holzfassaden vorne und diesen gelben Bäumen. Dann hier das Waldstück nochmal ausgepinselt, dass das auch alles dicht ist. Oh, hier habe ich sogar mal ein bisschen Wasser eingebaut und ein paar Felsen. Aber das ist ja sowieso Standard, ne? Felsen, Büsche, Bäume. Das ist einfach die Standarddekoration, die man eigentlich überall machen muss. Oh, hier, die roten Blumen habe ich auch noch gemacht. Oh, die sind auch so schön. Also langsam nimmt es Form an. Das macht immer schon viel aus, finde ich. Diese Gestaltung. Dann habe ich hier den Wald auch noch mal ein bisschen dichter gemacht. Und dann auch hier natürlich wieder die Zwischenräume alle ausgefüllt mit Büschen, Bäumen, Felsen und was weiß ich alles. Also ich habe davon viel rausgeschnitten irgendwann, weil es halt eigentlich immer das Gleiche ist. Aber das ist wichtig, Leute. Also ich finde, das macht immer viel aus, wenn man sich da die Zeit nimmt und überall diese Feinarbeiten macht. Jetzt führe ich hier den Zaun nochmal weiter bis zum Berg. Und hier endet das Ganze natürlich auch in so einem Holzturm. In der Mitte habe ich auch nochmal einen zwischengepackt. Und dann hier alles dicht gemacht mit Wald. Ich hatte eigentlich erst geplant, da links, wo ich jetzt den Wald einzeichne, auch noch ein bisschen Park zu bauen. Aber ich stand ja so ein bisschen unter Zeitdruck wegen dem neuen Update und ich halt, hatte halt viele Mods benutzt. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, hier dann die Grenze zu ziehen und den Platz nicht mehr zu nutzen. Aber ich glaube, ihr könnt gerade ganz gut schon sehen, wo ich jetzt hier glätte und das Wasser einzeichne. Das wird alles ein riesiges Wildlife-Gehege. Dort werden überall Dinosaurier rumlaufen können. Ganz viele verschiedene. Jetzt glätte ich hier einmal so ein bisschen das Terrain über, gerade am Ufer, dass es da auch auf Wasserhöhe ist. Und dann wird schon mal so ein bisschen Berg eingezeichnet hier in dem Gehege. Das habe ich an der Stelle gemacht, wo man eh nicht ins Gehege wirklich blicken kann. Dann blockiert man da auch nichts an der Sicht. Aber es ist auch jetzt kein hoher Berg. Aber ihr könnt jetzt auch sehen, die zwei Beobachtungstürme, die wir letzte Folge gebaut haben, die stehen da wirklich in einer super Position. Man kann da richtig toll auf den See blicken. Um den See herum habe ich dann schon mal so ein bisschen das Terrain gepinselt. Dann natürlich die Tour dort auch entlang geführt. Die musste ja bis zu dieser Station. Und dann kam so ein bisschen das Highlight dieser heutigen Folge. Nämlich mal wieder Nester. Ich weiß gar nicht, für welche ich mich entschieden habe. Ja, hier die grünen, okay. Ich hatte da die grünen benutzt. Und dann diese mittelgroßen Eier.
auch noch ein paar aufgebrochene Eierschalen. Und dann habe ich auch noch das Drumherum so ein bisschen gestaltet wieder. Viele Felsen, gerade auch da am Uferrand. Und dann dazu natürlich wieder passend ein paar Büsche und rote Blumen. Und Bäume. Da habe ich dann auch wieder viele Bäume manuell eingezeichnet, damit ich die auch an den richtigen Positionen habe. Und ich habe wieder fast nur so sehr niedrige und kleine Bäume benutzt, einfach um die Sicht halt nicht zu blockieren. Ich wollte halt, dass man perfekte Sicht von den Türmen auf diese Nester hat, weil da kommen logischerweise auch noch Dinosaurier passend zu hin, zu den Nestern. Welche das sind, wisst ihr wahrscheinlich schon vom Thumbnail. Ich habe die meisten Felsen auch immer relativ tief in den Boden gepackt, dass sie nur so ein bisschen rausgucken. Das fand ich immer ganz schön. Und es kamen auch noch einige umgefallene Baumstämme dazu. Hier habe ich den Wald auch noch mal ein bisschen dichter gemacht. Schön nah am Zaun dran. Und dann da hinten auch noch mal das Land ein bisschen angehoben. Und ein bisschen Klippe eingezeichnet. In den Bereich da hinten, wo das Wasser endet sozusagen, ganz hinten rechts jetzt gerade, oder ganz oben, da wird dann in der nächsten Folge gebaut. Also ich werde nicht mehr in dieser Folge komplett dieses Riesengehege fertigstellen. Und dann habe ich nochmal die Strecke ein bisschen weiter gezeichnet, wieder schön am Ufer entlang, bis in diesen hinteren Bereich. Und da werden wir es dann in der nächsten Folge weiterführen und connecten mit der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch in Erinnerung habt, also am Ende von dem Allosaurus-Gehege sozusagen. Da wird dann irgendwann die Strecke connecten und dann hat man so eine richtig schöne große Rundtour durch ein offenes Gehege, wo dann die Dinosaurier frei herumlaufen können. Hier habe ich jetzt aber das Terrain nochmal ein bisschen angehoben und angepinselt, dass es ein bisschen trockener und felsiger wurde. Und dann hier vor dem Zaun wieder ein bisschen Wald eingezeichnet. Ja, was heißt ein bisschen mehr sogar. Und auch nochmal ein bisschen abgesenkt. Also es macht immer viel aus, so kleine Höhenunterschiede. Dann wirkt es immer viel natürlicher, als wenn alles so glatt ist. Und dann hier natürlich auch wieder Felsen. Die wieder ein bisschen abgesenkt im Boden und wieder einige Bäume noch an den Rändern. Und Büsche durften auch nicht fehlen, wieder die tollen roten Blumen. Da habe ich dann noch immer so ein bisschen geguckt von der Strecke aus, wie das aussieht, dass da nicht die Sicht so verdeckt ist. Und an dieser Stelle mache ich jetzt nochmal ein ganz bisschen Eigenwerbung. Ich streame aktuell sehr, sehr regelmäßig auf Twitch. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Momentan wird sehr viel Ark gespielt tatsächlich. Es kann auch sein, dass, wenn ihr das Video jetzt gerade seht, dass ich live bin. Also checkt gerne mal den Link unten in der Videobeschreibung aus und dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, euch dort zu sehen. Und jetzt ist das hier gerade eigentlich nur noch so der Feinschliff. Nochmal so ein bisschen überpinseln das Ganze. Und in die Mitte von diesem großen See habe ich dann auch nochmal ein kleines Landstück eingezeichnet, so eine kleine Mini-Insel quasi.
Dort kamen natürlich dann auch noch mal ein paar Felsen drauf. Und auch noch ein paar rote Blumen. Und zu guter Letzt auch noch Bäume. Und in das Gehege kommen Stegos. Da werde ich auch wieder die Skins möglichst natürlich machen. Ein bisschen variieren können die dann schon, das passt schon. Aber ich werde da wieder natürliche Farben wählen. Und auch nicht zu knallige Platten, denke ich mal. Das hier schon am Limit, muss ich sagen. Aber das geht noch. Vielleicht so ein bisschen grüner, so ein Skin. Und dann, wenn die Platten noch ein bisschen anders sind, so. Oh, ein bisschen farbenfroh können sie ruhig sein, das macht gar nichts. Und die sind natürlich nicht alleine hier, die haben ja auch Nester. Ich weiß gar nicht, ob die Nester ein bisschen zu klein sind, aber das ist halb so wild. Aber dazu kommen nämlich noch schöne Babys. Baby-Dinos dürfen natürlich nicht fehlen. Oh, guck mal hier, der passt sogar. Das wäre dann das Baby von dem hier. Das ist fast perfekt. Der hat genau die gleichen Platten. Ich guck jetzt mal, ob es hier auch noch so grünere gibt. So wie ich die auch hatte. Der eine war schon zu grün. Der hier könnte gehen. Ne, der passt nicht vom Ton. Das ist dann doch eher der hier, ne? Wie viele Babys habe ich jetzt? Ich glaube, 3 Stück. Ich glaube, dabei belasse ich es erstmal. 5 erwachsene Tiere und 3 Babys. Der Rest ist noch nicht geschlüpft einfach. Wundert euch übrigens nicht, ich habe hier schon mehr gebaut. Der Park ist tatsächlich schon komplett fertig. Weil ich hatte das hier zu spät aufgenommen. Habe ich ein bisschen vergessen. Aber für die heutige Folge soll es das jetzt mit Besiedeln sein. Die bleiben auch in dem Bereich hier. Ich kann es euch nochmal zeigen. Das ist nur diese Ecke, wo die bleiben. Das finde ich aber eigentlich ganz cool, dass die hier dann beim Nest bleiben. Dann kann man die noch schön am Ende von der Tour sehen. Weil hier geht es ja wieder in die Station und zurück. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man dann am Ende nochmal die Stegos zu Gesicht bekommt. Aber das Gehege ist ja an sich mega riesig. Also hier unten habe ich schon gebaut. Das ist schon mal kein kleiner Spoiler, da zeige ich jetzt aber noch nichts. Das seht ihr in der nächsten Folge. Aber der Rest von dem Gehege wird auch noch besiedelt. Also keine Sorge, das mache ich nicht jetzt, weil das Gehege noch nicht komplett fertig ist. Das ist ja nur die Hälfte ungefähr. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Und ich würde mich jetzt sehr über ein Like freuen, falls euch das Ganze gefallen haben sollte. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und hier seht ihr noch mal ein paar Cinematic-Aufnahmen.